Oh, ist schon wieder soweit. Guten Abend. Du gehst wieder ins Bett und möchtest wieder eine Geschichte hören? Gut. Für heute habe ich dir die Geschichte von einem kleinen Pinguin rausgesucht. Bimbaguni. Fangen wir an. Du liegst im Bett? Schön. Es gibt einen Ort auf unserer Erde, da ist eigentlich immer Winter, auch im Sommer. Dort ist alles weiß, soweit man gucken kann. Komischerweise heißt dieser Ort Südpol. Nun sollte man meinen, im Süden wäre es warm, aber das stimmt nicht. Am Südpol ist es sowas von kalt. Brr. Minus 40 Grad, manchmal sogar minus 60. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist es so kalt wie 10 Kühlschränke oder sogar 20. Für uns wäre es dort auf jeden Fall viel zu kalt und ungemütlich. Aber nicht für die Pinguine. Sie lieben das Eis und den Schnee und vor allem die Kälte. Außer einem. Gunnar. Es ist wohl der einzige Pinguin der Welt, der immer friert. Er hat ständig kalte Füße und zwar richtig kalte Füße. Und meistens hängt ihm auch ein kleiner gefrorener Tropfen an der Nase, am Schnabel. Und weil er ständig so bibbert, nennen ihn seine Freunde Bibbergunni. Gunnar mag diesen Spitznamen gar nicht, aber er traut sich nicht, das den anderen zu sagen. Bibbergunni, wie klingt denn das? Wie ein Babyname. Dabei wird Gunnar morgen schon 6. Und ab dann, das hat er sich fest vorgenommen, möchte er auf keinen Fall mehr so genannt werden. Am Geburtstagsmorgen packt er seine Geschenke aus. Auch Oma hat ihm ein Paket geschickt. Sie hat sich viel Mühe gemacht und ihm ein paar dicke Socken und eine warme Mütze gestrickt. Die Socken sind blau-weiß gestreift und die Mütze ist blau mit einer weißen Bommel. Gunnar freut sich riesig. Er zieht beides sofort an. Oh, passt perfekt und es ist kuschelig warm. Nur ehrlich gesagt, vor seinen Freunden ist ihm das ein bisschen peinlich. Keiner von ihnen hat Socken oder gar eine Mütze. Gunnar seufzt und will sie gerade wieder ausziehen. Quatsch, sagt Papa. Du gehst so, wie es dir gefällt, ist doch egal, was die anderen sagen. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Also marschiert Gunnar los, auf seinen dicken, warmen Socken mit seiner blauen Mütze auf dem Kopf. Er fühlt sich wirklich sehr wohl, denn zum allerersten Mal friert er überhaupt nicht mehr. Er hat warme Füße. Und dann geschieht etwas Überraschendes. Es lacht ihn gar niemand aus. Okay, ein paar gucken komisch und die Mädchen tuscheln, aber die haben ja immer was zu tuscheln. Darum ist es ihm auch egal. Er hat einen richtig tollen Tag mit seinen Freunden. Und weil er ja nun nicht mehr bibbert, sagt auch niemand mehr Bibbergunni zu ihm. Später wollen einige sogar die Mütze mal aufprobieren. Und dann sagt irgendeiner, sieht eigentlich voll cool aus. Dreimal dürft ihr raten, was sich seine Freunde zu Weihnachten wünschen. So, ich hoffe, dir hat die Geschichte gefallen. Waschen und Zähne putzen warst du schon? Also dann, schlaf gut, ich wünsche dir eine gute Nacht und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Tschüss.